glaube, du kannst es irgendwie verwuschen. Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem letzten Video, das wir allerdings als erstes Video veröffentlichen werden, nämlich unseren Recap von der Photo Adventure 2016 im Design Center Linz. Wir sind bereits wieder am Bahnhof, wir haben bereits gut zu Mittag gegessen, natürlich beim Leberkäs, Peppi, wo sonst, sind wieder gestärkt. Es war ja doch recht anstrengend, es waren was, 4,5 Stunden oder so, 5 Stunden, so irgendwas waren sie. Ja. Michael nickt gerade hinter der Kamera. Das geht doch ganz schön in die Beine, auch in die Arme. Die Kamera wird mit der Zeit schwer, habe ich jetzt auch selber erfahren. Ein Großteil der Filmarbeit hat natürlich der Michael gemacht. Der hat mittlerweile Oberarme, die lassen sich richtig sehen. Wir hatten einen tollen Plan, wo wir überall hingehen wollen. Wir haben den Plan dann über den Haufen geworfen und haben unser eigenes Ding gemacht, so wie wir es eh immer machen. Ich habe mir hier mal kurz aufgeschrieben, wo wir überall waren, damit ich niemanden vergesse zu erwähnen. Vergesse sicher die Hälfte von den Ständen, wo wir überall waren und ein bisschen gefilmt haben hier und ein bisschen gefilmt haben dort. Also die Großen waren natürlich Canon. Klar, Michael, großer Fan, hat einen ganzen Park, Objektivpark, Kamerapark von Canon. Ich habe ja auch noch meine 5D, die ganz alte. Fuji war leider nicht vertreten auf der Photo Adventure, ein bisschen schade, aber es ist halt so, vielleicht nächstes Jahr dann wieder in Wien, hoffe ich zumindest. Direkt daneben war natürlich DJI mit den Drohnen, die haben wir uns ein bisschen angeschaut, aber auch mit so Gimbals, wo man dann vielleicht diese Hyperlapse-Videos, die wir da jetzt immer wieder gemacht haben, vielleicht ein bisschen smoother machen kann. Ganz interessante Technik haben wir uns angeschaut. Wir haben uns dann diverse Fotobuch, Fotoposter, Fotogeschenk, Anbieter angeschaut, da war dabei CW Fotobuch, da war dabei Foto Charlie, den kannte ich selber noch nicht, der ist mir ins Auge gestochen, weil der hatte so kleine Adventkalender stehen, die man machen kann, mache ich auch gerne, ist halt ein bisschen mühsam mit dem immer ausschneiden. Und Saalfoto, Saal Digital, die machen auch nette Sachen, waren noch einige andere Anbieter auch da, bei denen wir jetzt nicht direkt vorbeigeschaut haben. Wir haben uns ein bisschen über Hanemühle Papier informiert natürlich. Selbstverständlich haben wir uns dann auch noch diverse Taschen etc. angeschaut, Fototaschen bei Saga Foto, im Speziellen da im Think Tank, die Vertretung haben. Und wir hatten dann noch bei Aizu auch noch einen recht großen Spaß. Man wird es hier jetzt nicht sehen, das sind so kleine Streifchen, kennt man aus diesen Fotoautomaten, wo man so 3 oder 4 Fotos kriegt, wo man lustig posieren kann. Haben wir mit einem Sturmtruppler posiert. Ich glaube, die Bezeichnung war FN26, was weiß ich, keine Ahnung, habe ich mich gemerkt. Ich nenne ihn einfach Finn. Ich hoffe, Disney verklagt uns da jetzt nicht deswegen. War recht witzig, habe ich auch ein bisschen gefilmt. Ich hoffe, verzeiht es, wenn da das Bild dann ein bisschen unschärfer wird, ein bisschen wackeliger wird, wie auch immer. Ich bin ein Fotoguy, ich habe Fuji-Ausrüstung, ich fotografiere mehr. Der Michael kennt sich da ein bisschen besser aus mit Filmen, aber es war lustig, wir haben beide, glaube ich, ziemlich viel Spaß gehabt, oder Michael? Dahinter, ja, nickt fester, ja, auch wenn alles wehtut. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr auf die Photo Adventure, wenn sie wieder in Wien ist, in der Messe Wien. Das ist für uns anreisetechnisch ein bisschen einfacher. Und in 2 Jahren dann die Fotokina. Heuer haben wir es nicht geschafft, aus privaten und beruflichen Gründen einfach. Was ein bisschen schade war, aber ist halt so, es waren einige große Ankündigungen da. Wir haben die 5D Mark 4 von Canon gesehen. Ich habe die EOS M5 angrabbeln können und dabei gleich den Alarm ausgelöst. Bin glücklicherweise nicht getackelt worden von irgendwelchen Security-Mitarbeitern. Ansonsten, ja, freut euch auf die Kurzvideos, die der Michael dann zusammenschnipseln wird. Ich glaube, es wird recht abwechslungsreich werden. Und er deutet mir, dass ich schon langsam Schluss machen soll, weil ihm wird kalt. Aber es hilft nichts, weil unser Zug kommt erst in einer halben Stunde oder so. Also wir müssen da jetzt hier noch ein bisschen am Bahnhof rumlungern. Von daher, seid gespannt, was wir da alles zusammengestellt haben und bis demnächst.